Ich habe aber keine Pizza mit. Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Kalypsos meinen Vater ermordet haben. Ich muss meinen Plattenspieler zum Laufen kriegen. Aber du weißt, dass Aurelia die scheiß Fanatiker schicken wird, um uns zu finden. Wenn wir lange genug durchhalten wollen, um die Kammer zu öffnen, brauchen wir eine eigene Armee. Einen Jacobs Widerstand. Es ist Zeit, Eden 6 zurückzuerobern. Und wir fangen mit der Stadt Reliance an. Ich habe einen Revolverhelden namens Clay angeheuert. Er wird uns helfen. Er wartet vor der Stadt auf dich. Mehr braucht man nicht. Revolverhelden namens Clay. Was bekommen? Jetzt zu schlagen, bevor es weg ist. Ich bin sicher, wir treffen uns schon bald wieder. Der clevere Bastard, der sich mit der Harpie angelegt und überlebt hat. So. Das erinnert mich an die Zeit, als ich auf Eden 3 abhing. Ich war noch ein Jungspund. Abhängen war dort streng verboten, ach, der Leichtsinn der Jugend. Hallo. Ja? Nein, wie kannst du nur? Ja, eklig. Was? Was tut sie übertreibst mit der Waffe? Wieso? Ja. Wie eine Pistole. Wird nicht übertrieben. Für unsere Babys brauchst du keinen Führerschein. Gib einfach Gas. Ich bin Schütze. Was tust du? Ein schmieriger Bastard, dieser Clay. Ein Schmuggler. Ich vertraue ihm nicht wirklich, aber er hat für Vater gearbeitet und er könnte unsere beste Chance sein, die Fanatiker in den Dreck zurückzutreiben, aus dem sie gekrochen sind. Rauf, da. Okay. Du bist so drauf. Nein. Ich hab in die Karte geschaut. Runter. Ich hab gesagt, gut Treffer. Ach so. Gibt's jetzt ernsthaftig Verkehrszeichen? Ja, super. Umsonst. Okay. Pah, ja, den Weg können wir gehen. Da unten rechts. Ich will verschießen. Okay, was? Nicht da. Aha, andere Richtung. Wirklich? Mhm. Was ist denn los? Ich habe einen kritischen Treffer gelandet. Jetzt habe ich die kritische Treffer gelandet. Ja, Treffer! Du hast also das neueste Mitglied unserer wachsenden Familie getroffen. Aurelia, dieses Miststück ist eiskalt. Sie hat versucht, ihren eigenen Bruder zu töten. Kannst du dir das vorstellen?
Ebenfalls der großen Kammer. Wer sie öffnet, wird zum mächtigsten. Ganz ruhig. Ich bin kein Kämpfer. Bin eher ein Menschenfreund. Der ist cool. Hier drüben, Kammerjäger. Der ist ein richtiger Menschenfreund. Der gefällt mir. Warum? Weiß ich nicht. Warum rennst du mir immer nach eigentlich? Ich weiß, dass du zu Sachen rennst. Ich hab ein paar Sachen aufgemacht. Ich hab's gesehen, hab ich schon gemacht. Komm ich nicht nach. Nein, noch nicht. Na. Ich bin Clay. Ich schätze, wir beide sollen einen Jacobs-Widerstand gründen. Magst du mir verraten, mit wem ich es zu tun habe? Clay, ich glaube, wir sind uns mal bei einer Schmugglersache auf Junpei 7 begegnet. Also durchs Vordertor kommen wir nicht rein. Ich kenne vielleicht noch einen Weg. Folge. Meiner Erfahrung nach braucht ein Widerstand zwei Dinge. Hoffnung und Waffen. Aber vor allem Waffen. Also werden wir diese Stadt befreien, den Waffenvorrat plündern und die Jacobs-Waffen wieder in Jacobs Ende legen. Keine Ahnung, was dir Wainwright über mich erzählt hat, aber das ist jetzt egal. Wir müssen eine Stadt befreien und Banditen töten. Okay. Ja, ich kann's noch. Komm schon. Nicht viele Banditen da unten, Kammerjäger. Zeig mir, wie du kämpfst. So, vier Sicherungen. Okay. Für so einen Käse. Schieß doch. Hoppla. Entschuldigung. Okay, du bist doch gerade weggeflogen. Da ist der Waffenschuppen. Also, wie kommen wir da rein? Schlüssel. Der war nicht schlecht, gell? Ich muss diesen Bastard hier kurz schließen. Du kümmerst dich währenddessen um das Gesindel und befreie auch gleich ein paar Jacobs-Loyalisten. Wainwright meinte, dass die KDK einen Jacobs-Waffenschmied namens Dalton entführt haben. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest. Für den Widerstand! Als vieles anderes. Sowas nennen die Schlaumeier Philosophie. Oh, tot. Verschämt viel Glück, Hauser.
mit dem vierten Schild. Ist der mit dem vierten Schild. Gute Arbeit. Hast du den Waffenschmied Dalton gefunden? Nein, nur ein paar Loyalisten und sowas. Mist, wir müssen Dalton finden. Aber gehen wir erst in diesen Waffenschuppen. Ein Problem nach dem anderen. Okay. Gut geschossen. Strom ist wie ein wilder Hengst. Während er läuft, kann man nicht drauf pissen. Vertrau mir da besser, Kammerjäger. Das ist Daltons Depot, aber ohne den Waffenschmied persönlich kommen wir da nicht rein. Mal sehen, ob ich ihn finden kann. Pass auf meinen Arsch auf, während ich nach Dalton suche. Damit meine ich, ich will nicht erschossen werden. Sprache ist nicht so präzise wie eine Kugel, in den falschen Händen aber genauso tödlich. Ja! Erfasst. Aber jetzt müssen wir erstmal die Stadt sichern. Du bist hoffentlich hier, um zu kämpfen. Denn die sind hier, um zu sterben. Hast du Todessehnsucht? In den Saloon! Füllen wir die Becher mit Banditenblut! Scheiße, die Kammerdiebe! Für die Kalypsos! Das ist eine Schießerei! Scheiße, was ist überhaupt real? Die hier könnt ihr haben. Inkompetenz nicht in den Mund nehmen. Dann tu es nicht.
Das Motel ist voller Banditen. Räumen wir ein paar Zimmer. Verdammt, ich hatte gehofft, du willst kämpfen. Du bist ein Fantasiegebilde, meine Verdauung. Du könntest nicht mal den Arsch einer Kuh mit einem Bildschirm treffen. Tanzen wir! Ich setze mich nur hin, um über mein Leben nachzudenken. Nicht. Ich mache das. Mein großer Moment. Firehawk! Heilige Scheiße, wie aus dem Nichts. Sie können aber noch bluten. Zeigen wir ihnen. Was? Was entschuldigt? Das ist gesagt, sorry, oder? Ja. Dann hoch. Was ist das? Ich gehe. Und hin, hab ich gesagt. Was noch losgeht, der Erste. Ah? Gut gekämpft. Das war der letzte. Zu früh gefreut. Lass deine Waffe noch nicht abkühlen. Mal sehen, wie du dich gegen meine Brüder und Schwestern der Iridium-Ebene schlägst. Enttäusch uns nicht. Zeit für eine Schießerei. Benannt. Brüder und Schwestern, tötet die Ketzer im Namen der Kalypsos! Die große Kammer ruft! Eines Tages erwischt es uns alle. Hier lang. Tödlich. Hier lang, hier lang, da lang. Die Ehre gebührt dir, Kammerjäger. Danke. So, oder? Was trinkst denn du da? Erdnüsse. Erdnüsse. Das hört sich ja... Das hört sich an, als ob du das Mikrofon halten würdest. Gedrückt. Und die Stadt gehört uns. Eins muss ich dir lassen, Kammerjäger. Du bist gut. So, da gibt's ein Luftzeichen, das hol ich mal schnell. Anscheinend haben die KDK Dorsen entführt. Er wird in einem Inselknast namens Fort Sonnenschein festgehalten. Ich bleibe hier und halte die Stadt. Du befreist Dorsen. Aber Apollo und Artemis entwickelten eine Vorliebe für meine Spezialcocktails und sind ausgerastet, als ich sie trockenlegen wollte. Fingen an, Krawall zu machen. Nachdem ich sie rausgeschmissen hatte, zerstörten sie den Generator. So, das heißt, wir müssen jetzt... Wo drauf? Wo hab ich nur diese Wumme hingelegt? Ach ja. Es gescheiter, wenn wir von da gleich fahren, oder raufreisen und wieder runterfahren. Sagst du? Weiß ich noch nicht, ich hab mir das erst mal so angeschaut. Okay. Schwierig. Das ist ziemlich das gleiche, der Hitze.
Ich bin so ein Auto.